Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, bleibt ein Weilchen und hört zu, denn es geht weiter mit Let's Play Divine Divinity. Am Ende der letzten Folge haben wir den letzten Teil des Rüstungsset des Drachen bekommen, und zwar den Helm des Drachen. Und der ist mittlerweile so ausgerollt bzw. ausgewürfelt sozusagen. Wir haben Bezauberungsstufe 5 bekommen, das ist das höchste, was wir da kriegen können. Rüstungswert ist bei 200. Ich habe tatsächlich auch einige Helme gehabt, die irgendwie bei 450 waren. Das ist natürlich doch mal deutlich mehr. Allerdings hatten die eine niedrigere Bezauberungsstufe und auch nicht so gute Stats drauf. Insofern habe ich mich jetzt einfach mal dann irgendwann für diese Variante entschieden. Zumal die noch reparieren plus 1 macht, was ich auch nicht ganz verkehrt finde. Und wenn man das gesamte, komplette Drachenset hier anlegt, dann hat man eine Aura um sich herum. Beziehungsweise hatten wir die bis eben die ganze Zeit um uns herum. Und wir lernen einen Zauber. Und zwar müsste das der Elementarschlag sein. Der Elementarschlag ist für mich jetzt nicht sonderlich interessant, muss ich gestehen. Da gäbe es andere, die ich interessanter finde. Und deswegen ist das für mich jetzt auch kein Kriterium gewesen. Allerdings ist die Rüstung sozusagen ja davon ab, ist sowieso ziemlich mächtig. Insofern, ja, lohnt es sich alleine deswegen schon, die ganze Rüstung anzuziehen. Es gibt nur eine Rüstung im Spiel, die das Potenzial hat, tatsächlich der Drachenrüstung den Rang abzulaufen. Und das ist die Silberrüstung, die wir hier im Inventar noch haben. Da ist sie. Die ist tatsächlich auch so, wie sie ist, noch nicht ganz fertig. Und da bin ich gespannt, was passieren wird, wenn wir die richtige Rüstung gefunden haben. Was brauchen wir aber dafür? Wir müssen zuerst einmal die letzte Quest im Spiel machen, die wir noch haben. Und zwar, das ist die Quest, wo ist der Schatz? Wir haben im Laufe unseres Abenteuers 4 Schatzkarten gesammelt. Das sind diese 4 hier. Und werden die jetzt brauchen, um herauszufinden, wo sozusagen der große Schatz versteckt ist. Was haben wir hier? Ich weiß gar nicht, wo es anfangen könnte, wo die Heimat der Antike auf die Gebeine der Welt trifft. Das muss zum Beispiel die Elfenruine gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Wo die großen hölzernen Zähne sprechen, das kleine Volk regiert. Das müsste dann die müssten die Zwergenhallen sein, ne? Die Tür zum Schatz entgeht dem suchenden Blick, sofern sich keine funkelnden Steine in der Schale. Ups. Eine Wunde wurde in den Körper aus Stein getrieben. Ein bisschen verwirrend das Ganze, allerdings weiß ich ungefähr, wo sich die Schatzkammer befinden muss. Dann nehmen wir direkt mal den falschen Weg hier. Ah, die Hallen der Zwerge ist auch blöd. Gehen wir am besten mal in die Elfenruinen. So, und jetzt müssen wir einmal gucken. Es müsste ungefähr irgendwo hier oben sein. Hier zum Beispiel kann man auch noch lang gehen. Und hier oben irgendwo müsste der geheime Eingang sein. Insofern bewegen wir uns doch direkt mal dahin und versuchen, das letzte große Geheimnis vor dem Finale des Spiels zu ergründen. Es folgt natürlich auch noch das Vorlesen einiger Bücher, das machen wir dann aber in unserem Haus. Trautes Heim und so. Wie viel Rüstungswert haben wir eigentlich? Auch 193. Was ist das Maximum? 340. Nun. Da haben wir ja noch ein bisschen was vor uns. So, hier kann man lang gehen. Hier ist aber soweit nichts. Zumindest sieht es nicht danach aus, als wäre hier etwas. Ja, da ist die Höhle. Und ich sage ja, sie ist verdammt gut versteckt. Ja, erstmal müssen wir uns gegen diese Spinnen wehren. So, dann haben wir hier schon mal Rubine, ein paar Goldmünzen.
Ein Brillantring. Und weiter geht das. Oh nein. Wahnsinnige Skelette und nicht zu wenig. Vielleicht sollten wir, by the way, mal abspeichern. Auf der 55. Denn falls etwas in diesem Dungeon schief geht, können wir dann auf jeden Fall nochmal zurück. So, hier ist nichts, aber wir sehen hier unten zum Beispiel enorm viele Gegner. Ich habe keine Ahnung, was das gerade ausgelöst hat. Ich auch nicht, aber ich habe ein ungutes Gefühl. Vielleicht sollte man hier nicht einfach so irgendwelche Hebel betätigen. Da oben ist doch auch was. Gehen wir nochmal wieder zurück. Wohl bewirkt. Ja, wenn man das wohl wüsste, wa? Das Problem ist, ich weiß leider überhaupt nicht, wie man Goldwerte teilt und so weiter und so fort. Da habe ich versucht, eine Tastenkombination zu finden, aber habe keine gefunden. Boah, vier? Vier Dietriche, das ist Wahnsinn. Der Dungeon ist irgendwie größer, als ich gedacht hatte. Und hier ist wieder so eine Schale. Weitere wahnsinnige Skelette. Weitere Tränke, die droppen. Keine Ahnung, was das gerade ausgelöst hat. Oh, das müssen wir im Laufe des Abenteuers noch herausfinden. Ich meine, ganz so viele Orte gibt es hier ja sowieso nicht mehr, aber... Was hat das wohl bewirkt? Da ist eine Kristallkugel. Ich habe keine Ahnung, was das gerade ausgelöst hat. Her? Um Gottes Willen. Okay, nehmen wir erstmal die auf. Die Supermagie. Hier haben wir noch mehr Goldmünzen. Und hier haben wir eine Kristallkugel. Was mit der genau ist, kann ich nicht mal sagen. Passiert, wenn man sie drückt. Vielleicht sollten wir jetzt nochmal speichern. Das kann ich nicht verwenden. Okay, das kann also erstmal nicht verwendet werden. Vielleicht müssen wir dafür noch etwas anderes tun. Erstmal gehen wir jetzt wieder in den Süden. Ab in den Süden. Hier unten war ja auch noch was. Frage, wie man da reinkommt. Ich meine, da sind... Ach, warte mal, hier unten.
Yep. Yep. Und definitiv nochmal yep. So, hier ist auch eine Kristallkugel. Ich kann das nicht benutzen. Das kann auch nicht benutzt werden. Muss man da irgendwie Rubine reinwerfen? Das kann ich nicht verwenden. Ja, und nun? Wie geht es denn weiter? Wie geht es weiter? Wir kommen da unten irgendwie nicht hin. Zumindest würde ich gerade, also sehe ich gerade nicht wie. Warte mal. Achso, das sah gerade so aus, als wäre da irgendwie... Ich kann das nicht benutzen. Als wenn es da irgendwie noch weitergehen würde. Ach, da ist auch noch. Da ist auch noch eine. Das kann ich leider nicht gebrauchen. Was hat das wohl bewirkt? Niemand weiß das. Niemand. Und wenn wir auf die Karte gucken, fällt uns auch nichts auf, bis auf das hier. Das Rätsel muss irgendwie noch anders funktionieren. Aber wie, das kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Boah, da tummeln sich ja echt Dutzende Skelette wahrscheinlich. So, sorry für die kleine Unterbrechung, da sind wir wieder. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass man diese Dinger hier, diese Kristallkugeln, das kann ich nicht zwar verwenden. Nicht benutzen kann, aber man kann sie ziehen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man sie auch ins Inventar ziehen kann, oder? Yep. Die Vermutung liegt nämlich nahe, dass man mit denen irgendetwas machen muss. Also entweder man muss sie umpositionieren oder man muss sie vielleicht unten hinbringen. Denn unten hatten wir ja diese eine Schale, die ein bisschen anders aussah als alle anderen. Und außerdem ist hier komischerweise auch noch irgendwie ein Raum, beziehungsweise denke ich, dass hier eine Wand ist, die sich auflösen könnte, wenn man alle Kristallkugeln hier in diese Schale bringen kann. Und ich glaube, so war das auch. Es ist halt schon eine Weile her, dass ich diesen Raum gemacht habe, um genau zu sein, bestimmt 15 Jahre oder so. Ich habe das Spiel ja Ewigkeiten nicht gespielt. Aber ich meine, das war irgendwie so. Es ist halt schon echt lange her. Aber wir probieren das jetzt mal. Da war keiner. Hier unten müsste, glaube ich, noch einer gewesen sein. Es irritiert ein bisschen, dass die Musik weg ist. Das finde ich durchaus seltsam. Ah ja, hier unten. Der musste noch weg. Und der musste noch weg. Und dann haben wir hier noch eine weitere Kristallkugel. Nice. Und dann bringen wir die jetzt erstmal alle hier rauf. Auf diese Opferschale. Sie sieht zumindest aus wie eine Opferschale. Okay. Ah. Da hat sich auf jeden Fall was verändert. Und wieder. Und wieder. Und jetzt müsste man eigentlich... Ja, geheimer Durchgang. Nice. Und schon sind wir durch. Hier haben wir einen Schrein. Wir haben verrostete Dolche und so weiter und so fort. Haben hier... sehr, sehr viele Fledermäuse. Wir werden jetzt auch mal speichern. Auf Waldes 57.
Ihr seid ziemlich weit gekommen, Sterbliche. Aber dieser Raum wird euer ewiges Grab. Fallrock, okay. Das ist tatsächlich auch ein Gegnertyp, den es so nur einmal im Spiel gibt, wie es aussieht, ne? Ihr seid nicht der Erste, der versucht, mich zu begraben. Fallrock. 8000 Erfahrungspunkte, okay. Help. Help. Die bringen gar keine Erfahrung mehr. Batman, hilf mir! Die bringen echt gar keine Erfahrung mehr. Und hier ist die Schatzkammer. Nice. Nice. Stop it. Stop it. Geht doch. Jupp, hier ist die Schatzkammer. Fallrock ist auch besiegt. Und damit haben wir jetzt das theoretisch auch abgeschlossen. Allerdings habe ich ja erwähnt, dass es hier ein großes Easter Egg gibt. Und hier gibt es zum Beispiel auch eine Illusionswand. Und hier vorne ist ein Grabstein, den wir uns auf jeden Fall durchlesen sollten. Vorher müssen wir aber ein paar Dinge tun. Erstmal werden wir all unser Gold hier reinlegen. Alles Gold, was wir besitzen, in diese Truhe. Das sind 1000, das ist gut. Das kann ich leider nicht gebrauchen. Warum nicht? Warum kannst du das nicht gebrauchen? Wie viel Gold das einfach ist. So. Wie viel Gold haben wir jetzt? Okay. Er sagt 192, da stimmt ja auch schon mal irgendwas nicht. Dann legen wir das jetzt auch erstmal weg. So, wir brauchen jetzt genau 2002 Goldmünzen, um weitermachen zu können. Warum 2002? 2002 war das Release-Jahr von Divine Divinity. Wir müssen mal gucken, ungefähr, auf was wir hier kommen. Wenn wir das alles einsammeln. Es könnte viel zu wenig sein. Nun, es ist viel zu wenig. Es ist fest verschlossen. Eine verschlossene Truhe, die wir gerne aufmachen. Misslungen? Okay, das ist krass. Misslungen kann dann ja nur heißen. Hier sind 4 Seile. Und ein Teleporter. Die Seile sollten wir, glaube ich, mitnehmen. Das kann nur bedeuten eigentlich. Verschlossen. Dass es Schlüssel dafür geben muss. So, wie machen wir jetzt hier weiter? Wie gesagt, ich weiß leider nicht, welche Tastenkombination man drücken muss, um das teilen zu können. Also sagen zu können, okay, wir haben jetzt... Ah, so kann man das machen. Offenbar. Hey. Dauert ein bisschen lange, wa? Dauert ein bisschen sehr lange, würde ich mal sagen. Gibt's da nicht doch eine andere Taste? Nein! Jetzt habe ich einmal... Mann! Okay, ich mach mal kurz Pause und versuche mal herauszufinden, ob es da doch nicht irgendwie eine bessere Möglichkeit gibt, weil wir brauchen halt wirklich genau 2002 Goldstücke. Mal gucken. So, da bin ich wieder. Wir haben tatsächlich jetzt genau 2002 Goldstücke im Inventar. Das war dann doch ganz einfach. Man muss einen Goldhaufen nehmen, ihn aus dem Inventar legen und kurz bevor man die Maustaste loslässt, muss man eben Steuerung drücken. Dann kann man einen gewünschten Betrag eingeben und den legt man dann auch ab. Und den haben wir jetzt hier wieder im Inventar, 2002 Goldstücke. Allerdings brauchen wir für das Easter Egg noch weitere Sachen. Und zwar brauchen wir einmal hier den silbernen Brustpanzer im Inventar. Wir brauchen außerdem 5 Flaschen von Rimmers Zwergen-Ale im Inventar und wir brauchen auch noch, glaube ich, diese 4 Seile, die wir hier haben und die beiden Teleportpyramiden. Und da machen wir dann jetzt mal weiter. Und zwar nehmen wir die Seile mit ins Inventar
Und hier haben wir einen Gedenkstein, den wir uns mal angucken werden. Die Mitarbeiter der Larian Studios gedenken der Opfer und Hinterbliebenen der tragischen Ereignisse des 11. September 2001 in New York, Washington D.C. und Pennsylvania. Ja, krass. Das war ja auch gar nicht mal so lange danach, dass das Spiel rausgekommen ist. Insofern finde ich das hier an dem Gedenkstein nochmal sehr, sehr schön, dass sie dieser Opfer gedenken. Und jetzt haben wir hier einen Teleporter. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, kommen wir mit diesem Teleporter auch irgendwo hin. Und das kommen wir. Und schon sind wir hier in einem neuen Gebiet, das man vorher nicht betreten konnte. Und werden uns das jetzt einmal genauer angucken, was wir hier vorfinden. Das Gold müsste... Ah ja, genau, das Gold ist noch da, okay. Aber die Zugangs... Da, wen haben wir denn da? Ingmar, gebt es auf, Diener des Bösen! Die Kräfte des Guten triumphieren immer über das Böse! Und Marian. Ha! Alles, was nicht in die engstirnigen Moralvorstellungen der aufgeblasenen Fanatiker passt, nennen sie das Böse. Nur aufgeklärtes Handeln im eigenen Interesse setzt sich am Ende durch. Versucht nicht, euch mit spitzfindigen Worten herauszuwinden. Eigennütziges Handeln ist Egoismus und Egoismus ist von Übel. Unbedarfte Philosophie ist schlimmer als überhaupt keine Philosophie, Dummkopf. Ich bekenne mich zu Individualismus und selbstbestimmter Moral. Ihr seid bloß ein religiöser Eiferer. Noch ist es nicht zu spät. Ihr könnt euer sündiges Leben aufgeben und mit mir den Pfad der Rechtschaffenheit gehen. Denkt an eure grauhaarige Mutter. Meine Mutter verkaufte mich mit 5 in die Sklaverei und starb mit 86 Jahren bei einer Messerstecherei. Ach, wie alle Schurken, die sich vor ihrer Verantwortung drücken, gebt ihr eurer Kindheit und der Gesellschaft die Schuld. Ich gebe niemandem die Schuld. Ich bekenne mich mit Stolz zu mitleidlosem Individualismus. Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur uns. Ihr seid ein verstockter Ketzer. Ich sende euch zur Hölle. Da könnt ihr eure Theorien mit dem Herrn des Chaos besprechen. Versuch's doch, du Milchbart. Vielleicht siehst du ja die Hölle noch vor mir. Oh Gott, der ewige Kampf Gut gegen Böse. Aber es sieht tatsächlich so aus, als würde Marian gewinnen. Oder? Okay, er kann einfach nicht sterben. Kann ich mit denen reden? Hey Dudes. Hört mich nicht, Heldin. Ich bin sehr damit beschäftigt, dieses Licht hier wieder wegzukriegen. Warum kämpft ihr denn ständig? Dieser Konflikt ist die Grundlage des Universums. Ach so. Ach so. Ach so. Okay, dieser Konflikt ist also die Grundlage des Universums. Storyabteilung. Psychiatrie. Eingebildete Krankheiten. Yep. Wir haben hier den sogenannten Larian Dungeon. Und der besteht halt aus verschiedenen kleinen Gefängnissen hier. Soundabteilung. Genesungsräume. Wo Leute eingesperrt sind. Aber wir gehen jetzt erstmal. Wir gehen jetzt erstmal hier in die Storyabteilung Psychiatrie. So, wir können gar nicht reingehen, oder was? Ich will da reingehen. Warte mal, kann ich vielleicht eins der Seile nutzen? Ja. Aha. Wie der einfach ein Computer steht. Es ist so gut. So, was haben wir hier? Okay. Das Spiel stürzt also ab, wenn ich dieses Buch anklicke. So, vielleicht haben wir jetzt mehr Glück. Mal gucken. Ich hoffe jetzt tatsächlich ja, dass ich wenigstens irgendeins dieser Bücher anklicken kann. Alles andere wäre sonst ein bisschen bad. Also wir haben das angeklickt. Ne, wir können kein Buch anklicken. Wir können kein einziges Buch anklicken, weil das Spiel sonst kaputt geht. Das ist natürlich blöd, ne? Weil das ist ja ein Easter Egg. Und ich meine, da stehen die Namen der Entwickler oder so drin. Oder irgendwelche lustigen Sachen halt. Ne, wir können kein einziges Buch anklicken. Jedes Mal stürzt das Spiel ab. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Ich wollte euch hier jetzt natürlich die ganzen coolen Sachen zeigen. Und das wird nicht gehen, wenn das Spiel immer abstürzt. Dirk. Lasst uns raus! Meine Frau und mein Kind erwarten mich zu Hause. Nun gut, nur einen Augenblick.
Tim, Patrick, Dirk, Darren, Frederick, Dirk, Thomas. Das sind die echten Namen der Entwickler von den Larian Studios. Und das ist einfach so lustig. Das ist einfach so lustig. Hier sind überall Computer. Hier liegt ein bisschen Brot rum, hier liegt eine Laute rum. Auch nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen... Was hat das wohl bewirkt? Ziehen wir mal an dem Hebel und dann kann man hier auch rein. Hi, Leute. Darf ich mit euch reden? Wollt ihr nicht ein paar Bierflaschenobjekte kaufen, Heldin? Ich habe die Jungs von der Grafik gebeten, zwei Versionen zu erstellen. Sie haben 21 geliefert. Was kann ich mit solchen Bierflaschenobjekten anstellen? Keine Ahnung, aber was soll ich denn damit anfangen? Letzte Woche habe ich Lara beim StarCraft besiegt. Hat irgendeiner von euch Burschen an Divinity gearbeitet? Divinity, natürlich. Entschuldigt, ich konnte die Übersetzung nicht rechtzeitig losschicken. Es war unmöglich. Und was war der genaue Grund? Ah, die Kerle haben etwas am britischen ADSL-System geändert. Da funktioniert momentan gar nichts mehr. Gut zu wissen. Ich danke euch, Heldin. Nun kann ich endlich zu meiner Frau nach Hause. Heimfrau, wie könnt ihr denn dann an dem Spiel weiterarbeiten? Ach, keine Sorge, ich nehme meinen PC einfach mit nach Hause. Ah, Tim. Meine Familie hat mich gefragt, ob ich über Weihnachten arbeiten muss. Ich habe geantwortet, ich wüsste es nicht, aber doch nicht Heiligabend. Ich bin nicht sicher. La wird Arbeit für mich auftreiben. La. Ich schwöre, wenn Divinity so erfolgreich wird wie Diablo 2, dann werde ich alles dran setzen, um Jordan zu... Ich schwöre. Na dann viel Glück. Habt ihr schon mein neues Buch gelesen? Der Hüter des Thermon? Ihr müsst es einfach lesen. Oh Gott. Haben wir mit allen jetzt schon geredet? Bin mir nicht sicher. Aber es ist schon... Das ist schon sehr lustig. Ich weiß aber nicht, wie man hier reinkommt. Es muss ja auch irgendwie eine Möglichkeit geben. Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Ha! Hilfe, Hilfe, lasst mich hier raus. Ich kann den Lärm hier in der Soundabteilung nicht mehr länger ertragen. Dieses ewige Heulen und Schreien. Nun gut, gebt mir einen Augenblick und ihr seid frei. Um Gottes Willen. Orgel. 1000. Was hat das wohl bewirkt? Die wiegt einfach 1000. Damon, vielen Dank für unsere Befreiung, besonders von mir. Warum wurdet ihr hier zusammen mit den Tonleuten eingesperrt? Vielleicht hätte ich mehr in Belgien sein sollen, dann hätte ich vielleicht ein Mitspracherecht gehabt, wo sie mich hinstecken. Kyrill, das ist nicht fair. Sie sagen, ich hätte die Küche und das Badezimmer verwüstet, aber das stimmt nicht. Ich war das nicht. Ehrlich. Seid ihr sicher? Ich sah euch. Wirklich? Oh, ich werde es nie wieder tun. Aber ihr habt das schon 1000 Mal gesagt, wie ich vernommen habe. Aber dieses Mal werde ich es wirklich nicht mehr tun. Ehrlich. Ja klar, wenn ihr das sagt. Oh Mann. Jetzt haben wir hier eine coole Orgel. Ilya. Oh, wie schön euch zu sehen. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Ich bräuchte eine neue Grafik für die Soundsteuerung. Würdet ihr das für mich tun? Ja, ich meine nein. Ich bin die Heldin in diesem Spiel. Dafür habe ich nun wirklich keine Zeit. Ja, ja, aber vielleicht kriegt er das ja trotzdem hin. Es ist wirklich nicht so schwer. Dann mach's doch selbst. Stefan, gestern habe ich eine neue Animation aus der Grafikabteilung gesehen. Oh Mann, die ist ja sowas von geil. Einfach unglaublich. Tatsache, mir wurde berichtet, es soll sich nur um eine vorläufige Version handeln, die überarbeitet werden musste, weil sie so schlecht war. Vielleicht hätte ich doch bei Soulwax bleiben sollen. Oh, diese Selbstironie, ne? Finde ich großartig. Was mit dem Manuskript hier? Kann man das lesen, ohne dass irgendwas abstürzt? Wahre Geschichte, erster Teil von Ordoban, dem keine Ahnung was Menschen. Hier sind ja noch mehr. Wartet mal. Wir hatten ja draußen mehrere Gefängnisse. Moment, sind die beiden weg? Nee, die kämpfen natürlich immer noch. Das Gute und das Böse. Die Grundfesten des Universums. So, Soundabteilung. Wenn wir da jetzt auch ein Seil ranmachen. Wo kommt man dann raus? Ach so, die sind quasi in Reihe geschaltet, diese Dungeons. Was haben wir denn hier dann noch als nächstes? Grafikabteilung, plastische Chirurgie, Intensivstation. Pff. Okay. Und was haben wir hier unten noch? Programmierung, Neurologie, Toxikologie. Uff.
Okay, dann können wir hier in beide auch schon mal ein Seil reinlegen. Und dann müssen wir mal gucken, wie es da noch weitergeht. Ja. Sehr gut. Jetzt sind wir hier. Lasst mich raus! Ich muss sofort los und diesen Typen vom Drehbuch auf die Finger sehen. Die setzen meine Objekte schon wieder völlig falsch ein. Natürlich, ich befreie euch. Die setzen die Objekte falsch ein, aber sowas... Ich habe keine Ahnung, was gehört sich gerade ausgelöst hat. Was macht man einfach nicht? Okay, Hannes. Gestern Nacht war ich wohl ein wenig betrunken. Ich hoffe, es gab keine Beschwerden über mich. Ja, ich glaube, da sind ein paar Witze im Umlauf. Irgendetwas von einem Versuch, durch das Fenster zurück in das Gebäude zurückzukommen. Was? Wie peinlich. Tja, Hannes, ne? Weißt du noch von früher, ne? Kurt, warum sollte ich die letzten Charaktere noch einmal überarbeiten? Sie sind gut geworden. Ich habe sie mit Version 4 erstellt. Aber ich habe gehört, dass Version 4 ein DOS-Programm ist, mindestens 6 Jahre alt. Ja, wie schon gesagt, alles perfekt. Voter, André. Danke, ich muss mir nun die Jungs aus der Drehbuchabteilung vorknöpfen. Weshalb seid ihr so rasend? Diese Drehbuchschreiber, wir stellten tausend Objekte für sie her und die haben nichts Besseres zu tun, als ständig die Geschichte zu kürzen. Und dann setzen sie die Objekte auch noch völlig falsch ein. Die Statuen waren beispielsweise für das Ödland gedacht. Das Ödland? Da wollen wir ja auch noch hin. Hier ist doch einer irgendwie weggegangen. Hier gab es doch noch einen Wuter. Wo ist der? Da. Wenn ich auch nur noch eine einzige Sterbeanimation machen muss, dann werde ich... Oh, Entschuldigung, mein Handy. Eine Sekunde bitte. Was wolltet ihr doch gleich sagen? Ja, die Sterbeanimation... Oh Mist, mein Handy klingelt schon wieder. Tut mir ehrlich leid. Das ist also das Leben eines Grafikers. Den haben wir hier oben noch. Fabian. Sven wird doch wohl hoffentlich das Oink wieder entfernen. Es ist wirklich überall, sogar im Sound für die Zaubereffekte. Stimmt. Dieses Oink. Wenn nicht, werde ich sein Hündchen durch ganz Belgien jagen. Miau. Und wieso verfolgt ihr ihn nicht jetzt sofort? Das ist nicht so einfach. Bis ich aufgewacht bin, ist er jedes Mal schon längst nach Hause gegangen. Also Sven Wilke heißt er, glaube ich, oder so, ist der Studiochef. Auch immer noch. Und es ist ja ein belgisches Entwicklerstudio. Und der Hund von Sven, den sieht man tatsächlich auch im Intro des Spiels. Bei Larian Studios, da läuft ja so ein Hund durchs Bild. Also das ist, glaube ich, nicht der Hund, aber es ist, deswegen ist da ein Hund, sagen wir es mal so. Befreit uns, Heldin! Dieses Projekt, ich weiß, es muss rechtzeitig fertig werden und das wird es auch. Ich brauche dringend ein gutes Glas trockenen Whisky, um über all das hinwegzukommen. Das ist Sven. Nun gut, ich werde es tun. Geil. Da ist auch eine Frau drin, habe ich gerade gesehen. Ich habe keine Ahnung, was das gerade ausgelöst hat. Jan. Lin. Grisha. Hey, Grisha gibt's doch auch so. Was, hat er hier eine Packung Kippen und einen Red Bull? Ja. Oh mein Gott. Hey Jan, zuerst wollte ich ja Spieleentwickler werden, aber dann habe ich meine Meinung geändert. Und warum? Als Vollzeittester kann ich mich immer über die Fehler der anderen beschweren. Hi Sven. Vielen Dank für unsere Befreiung. Habt ihr zufällig Zigaretten und Red Bull mitgebracht? Was ist euer Motto, Sven? Schneller arbeiten, härter arbeiten, weniger schlafen. Ausgezeichnetes Motto. Lin. Habt ihr in letzter Zeit mal die Larian-Website besucht? Ich sollte sie wirklich mal ein wenig aktualisieren. Fragt sich nur, womit? Wie wäre es mit den neuen Animationen, die ich in dem anderen Zimmer gesehen habe? Oh ja, cool, die sind wirklich super. Aber ich sollte wohl zuerst Sven fragen. Grisha. Seht ihr diese Luke dort drüben? Geht dort nicht hinunter. Da hausen die drei Dämonen, die uns hier lebendig eingesperrt haben. Wenn es so gefährlich ist, warum habt ihr sie dann nicht verrammelt? Nun, ehrlich gesagt, wenn ihr das für notwendig haltet, dann könnten wir noch einmal darüber nachdenken. Vielleicht... Oh, immer noch hier? Na schön. Es kommt auf meine Liste. Die drei Dämonen. Finde uns, finde uns, finde uns. Das sollte nicht allzu schwierig sein. Endlosschleife. Ja. Meine Damen und Herren, wir müssen jetzt die Bugs des Spiels erledigen. Außerhalb des Bereichs. Was steht da? Außerhalb des Bereichs Endlosschleife
nicht initialisiert. Ah, es ist so herrlich. Es ist so diese Selbstironie einfach. Okay, vielleicht sollten wir mal einen stärkeren Zauber benutzen. Zum Beispiel den hier. Das ist ein Schlüssel. Der könnte ja vielleicht relevant werden. Mal gucken. So, was haben wir hier drin? Eine Tomate. Und eine große leere Flasche. Und hier haben wir eine ziemlich große Schatzkammer. Was ist denn hier? Ein neuwertiger Streitkolben. Wow, da ist nichts drin. Hervorragend. Ein leerer Hirschfänger. Ich habe keinen Schlüssel für dieses Schloss. Vielleicht kann man den da so öffnen. Jo. Flügelhelm. Hat sich eigentlich die Rüstung schon geändert? Ja, hat sie. Allerdings in eine schlechte Version dieser Rüstung. Insofern machen wir das jetzt nochmal zu. Auch hier müssen wir jetzt also offenbar Zufalls generieren, damit wir da was rauskriegen. Die Silberrüstung wird zur Larian-Rüstung. Und auch hier ist es leider so offenbar, dass sie nicht auf Basis der alten Rüstung zufallsgeneriert wird, sondern auch wieder völlig neu ausgewürfelt. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir jetzt hier wahrscheinlich eine Rüstung rauskriegen werden, die schlechter ist als die, die wir vorher hatten. Und das ist halt irgendwie, das finde ich halt irgendwie so blöd gemacht. Ich meine, im Endeffekt haben wir Ausrüstung, die gut genug ist. Aber trotzdem, ich meine, es muss ja wenigstens irgendwie möglich sein, hier eine Bezauberungsstufe 5 Rüstung rauszukriegen. Ja, das hier sieht doch zum Beispiel mal ganz gut aus, würde ich mal sagen, ne? Rüstung 410, Bezauberungsstufe 5. 6 zur Konstitution, 5 zur Verteidigung, 60 zur Lebenskraft, 60 zur Magie, ein bisschen unsere Resistenzen. Und dann noch zur Wahrnehmung dazu. Benötigte Stärke ist 70. Ich würde sagen, wir speichern jetzt hier auf jeden Fall mal. Wir haben auf jeden Fall die Bugs beseitigt. Ich hoffe, Sven ist uns dankbar und sie können dann das Spiel weiterentwickeln. Das wäre natürlich sehr wichtig. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Tatsächlich sieht es so aus, als wenn die Larian-Rüstung besser wäre. Optisch ändert sich da auch ein bisschen was. Ja, natürlich ist sie knapper bekleidet. War klar, Sven. War klar, alles klar. Alles klar. Unsere Rüstungsstufe müsste dann noch steigen, oder? 213, ja, das tut sie. Unsere Attacke sinkt zwar. Wegen der Gewandtheit. Aber dafür steigt unser Leben. Und unsere Gesundheit, Leben und unser Mana noch ein bisschen weiter. Außerdem können wir die Gewandtheit ja anderweitig noch wieder reinkriegen. Die Resistenzen sind jetzt auch ziemlich gut. Die sind ziemlich, ziemlich gut. Ja, Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Wir können nochmal mit Sven reden. So, ihr habt also die drei häufigsten Bugs in der Spielprogrammierung besiegt. Ihr seid eine wahre Heldin. Nun könnt ihr alle Add-ons und Fortsetzungen von Divinity kaufen. Dank euch werden sie beinahe fehlerfrei sein. Bestimmt, Sven. Ich schwöre. Richtig. Schaut in euer Inventar, Held. Ich denke, ich habe etwas äußerst Interessantes für euch. Vielen Dank. Was denn? Die Larian-Rüstung? Ah, okay. Der hätte sie jetzt erst umgewandelt, oder was? Ja, das war jetzt, glaube ich, die Larian-Rüstung, aber wir haben sie halt jetzt schon bekommen. Okay, cool. Ja. Und das war der kleine Easter Egg-Dungeon, der Larian-Dungeon. Der halt mit einer guten Waffe aufwartet. Gut und böse immer noch am Kämpfen. Okay. Können wir den Teleporter zurücknutzen? Nee. Können wir nicht. Wir sind also gefangen hier.
Schlösser öffnen gelungen auf den Teleporter. Tja nun, also komme ich jetzt hier nicht wieder weg. Oder wie sieht das aus? Offenbar nicht. Wieso kämpfen die nicht mehr? Wieso kämpft ihr nicht mehr? Und wieso kann ich mit Ingmar nicht reden? Habt keine Angst, liebe Freunde. Am Ende wird das Gute siegen. Wenn ihr das sagt. Hört doch auf zu kämpfen, Leute. Mischt euch nicht ein. Dieser Kampf ist eine persönliche Angelegenheit und wird niemals enden. Okay. Ja, kann auch sein, dass ich jetzt einen großen Fehler gemacht habe. Denn wir kommen ja offenbar nicht mehr zurück. Wir hätten die Teleportpyramiden offenbar gebraucht, um hier wieder rauszukommen. Das heißt, wir sind jetzt ebenso in einer Endlosschleife gefangen. Und dieser Bug, den gibt es halt doch noch. Ja, mal gucken, was wir da jetzt machen. Ich wüsste nicht, wie wir sonst wieder rauskommen sollen. Ha. Naja. Ich beende jetzt erstmal das Video und beim nächsten Mal sind wir dann schlauer. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.